Heute rede ich über Japan, und zwar in Japan gibt es in Kumamoto, das liegt im unteren Teil von Japan, gibt es die Stadt Asoshi. Und da war ich im Urlaub. Zwar heute werde ich ein bisschen über die Stadt Asso reden. Und zwar erstmal in Asso, was ganz lustig ist, gibt es den Berg. Ach so, und der ist richtig schön. Und was, glaube ich, für Deutsche am interessantesten ist, ist, das ist nicht nur ein Berg, sondern das ist ein aktiver Vulkan. Und den aktiven Vulkan kann man echt besuchen gehen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Guckt einfach mal hier, wie das ist, beim aktiven Vulkan spazieren zu gehen. Und wenn ihr fertig seid, nach dem Vulkan da spazieren zu gehen, danach habt ihr bestimmt irgendwie Hunger, wenn man so die ganze Zeit spazieren geht. Dann kann man in die Stadt fahren mit dem Auto. Und dort gibt es, ja, also vielleicht habt ihr dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, aber es gibt Pferdefleischbällchen. Und die werden frittiert und schmecken eigentlich ganz gut. Das ist eine Pferdefleischkorokke. Schmeckt das gut? 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 Sehr gut. Sehr gut. Und nachdem ihr euch dann die Pferdefleischbällchen gegessen habt, dann geht es direkt weiter. Also, ne, Japaner, wenn die Urlaub machen, dann geht's los. Da gibt es keine Pause. Nee, aber dann kann man reiten gehen in Kumamoto. Schaut bitte hier. Hier mit wilden Pferden in Kumamoto. Viel Spaß! Und ganz zum Schluss fahrt ihr zurück ins Hotel. Und das Hotel ist auch gut, also das Essen ist gut. Und es gibt auch in der Nähe gibt's Kneipen und Restaurants, und es gibt eine ganz lustige Gasse. Und es gibt auch einen Onsen im Hotel. Ja, dann, aber man ist eigentlich schon so müde, ne? Aber man kann einfach sich ausruhen dann im Hotel. Und am nächsten Tag, dann geht's weiter. Und dann geht's ins Ninja-Dorf. Und zwar, es gibt eine, das gehört zur Stadtverwaltung, und es gibt einen Verein. Und dann kann man wirklich ausprobieren, wie ein Ninja zu leben. Also zuerst gibt es eine spannende Show, und danach kann man halt so ein bisschen schauen, was man so als Ninja alles für Training braucht. Schaut hier. Wir sind in einem ganzen Dorf voller Ninjas gelandet. Und
Ich werde auch erstmal zum Ninja. Zieh mir hier diese Ninja-Maske auf. Und es geht los, der Ninja in Aktion. Von oben lässt er sich langsam Seil herunter. Grandios, perfekt, wie man das für einen echten Ninja erwartet. Ah, jetzt macht mich das Ganze nervös. Zuerst geht's hier jetzt zum Ninja-Training. Okay. Ah, das sieht ja gut aus, aber... So, jetzt bin ich dran. Und los. Einmal gucken. Runter gucken. Also so ein bisschen Angst habe ich ja schon, aber noch geht's. Irgendwie weiß ich ja, wie ich mal das Seil festhält. Alles kein Problem. So, jetzt aufstehen. Ich bin so ein bisschen wackelig. Also so als Ninja bin ich eher so ein kleiner Anfänger, würde ich sagen. Ich glaube, in der Ninja-Schule hätte ich jetzt verloren. Jetzt drehe ich mich. Ah, nee. Ein bisschen. Ah, ich habe es geschafft. Okay, jetzt nur noch runter. Runter. Und. Oh. Festhalten. Festhalten. Los. Yay. Und. Und. Oh. Oh, es bewegt sich. Oh. Langsam runter. Runter. Runter und ah, das war jetzt der Tisch. Ja, und nach dem Ninja-Training habt ihr bestimmt Hunger. Und deswegen kann man schön, also das ist so Reis und da drauf ist Rindfleisch. Das ist auch sehr lecker. Schaut bitte hier. Guten Appetit. Rindfleisch. Rindfleisch mit Wasabi. Man nimmt das Rindfleisch, tut das ein bisschen auf die Wasabi und dann isst man das. Und das hier vorne, das ist Rettich. Das ist eine Miso-Suppe. Jetzt bin ich satt. Yeah, das schmeckt gut. Das war Rindfleisch. Ja, und sobald ihr dann Rindfleisch fertig gegessen habt, dann geht's weiter mit einer Fahrradtour. Wenn man mit Japanern Urlaub macht, also dann ist man echt den ganzen Tag unterwegs, dann, ja, hier nach dem Mittagessen direkt weiter zur Fahrradtour. Schaut hier. Hallo Leute, heute fahren wir mit dem Fahrrad. Und zwar gibt's in Kumamoto in der Stadt Asso, gibt's ein Mountainbike. Programm und das macht richtig viel Spaß. Wenn ihr Interesse habt, schaut bitte in die Kommentare unten am Video. Viel Spaß! Fahren wollt, dann klickt unten drauf und dann seht ihr die Frontpage und wo ihr... Ja, und dann, wenn ihr mit der Fahrradtour fertig seid, könnt ihr natürlich kurz noch Pause machen und ein Eis essen, das schmeckt sehr lecker. Esse ich ein Joghurt-Eis und wisst ihr was? Das Joghurt-Eis, das kommt aus der Stadt. Ach so. Ach so, ja, echt. Nee, die Stadt heißt Asso und in der Stadt gibt es sogar viele freilebende Pferde und auch freilebende Kühe und deswegen ist die Milch sehr lecker dort. Hm. Und danach geht es weiter und ihr lernt ein bisschen was über die Geschichte des Berges und der Stadt Kumamoto und das ist ganz interessant, weil... ja, weil man hat auch eigentlich eine schöne Aussicht. Und schaut hier, was ich denn da genau über die Geschichte lernen kann.
Und ja. Jetzt sind wir heute wieder beim Berg Asso und von hier sieht man, der Berg ist eine Frau. Und zwar, es wird von den Leuten in der Stadt gesagt, dass es sich bei dem Berg um eine schwangere Frau handelt. Und zwar, wir haben da vorne, ja, sehen wir, das ist eine Frau und das ist der Bauch. Und deswegen ist der Berg heilig. Es ist nicht eine schöne Geschichte. Das ist der Berg in der Mitte und hier drumherum ist auch. Und was passiert, wenn neben dem Berg auch ganz viele Berge sind? Es gibt ganz viel Nebel. Und als sich die Stadt gebildet hat, ist in der Mitte, ist es ausgebrochen. Und normalerweise bildet sich dann ein See. Aber weil hier ist ein Weg. Das heißt, hier ist das Wasser rausgelaufen. Und jetzt wohnen in der Mitte ganz viele Leute. Und warum können Leute in der Stadt wohnen? Es gibt die Geschichte, dass der Gott, der hat das Wasser mit seinem Fuß getrieben, das ganze Wasser weggeschickt. Aber wegen den ganzen aktiven Vulkanen gibt es ganz viele Löcher. So, und wir gehen jetzt eins von diesen Löchern besuchen. Sieht aber ganz schön aus. Das glitzert so schön. Jetzt besuchen wir einen japanischen Tempel. Das Besondere an diesem Tempel ist, dass der Tempel sich zum Berg richtet. Der Berg ist heilig. Und weil der Gott durch die Mitte geht, gehen wir immer nur am Rand lang. Ne? Links lang auf dem Hinweg und rechts lang auf dem Rückweg. Aber nicht durch die Mitte, ne? Da laufen die Götter. Bevor wir den Tempel betreten, drehen wir uns einmal um und verbeugen sich. Weil man will ja nicht einfach so das fremde Haus betreten. Man sagt erst, hallo, ich komme zu Hause. Danach wäscht man sich die Hände. In Asano gibt es viele Erdbeben. Aber in der Stadt ist nur der Schrein kaputt gegangen. Weil der Schrein hat aufgepasst, dass alle anderen Häuser nicht kaputt gehen. Man verbeugt sich einmal. Dann wirft man Geld rein. Dann verbeugt man sich nochmal und nochmal, klatscht zweimal in die Hände und verbeugt sich nochmal. Die Stadt Asso wünscht sich, dass viele Besucher aus Deutschland kommen. Deswegen schreiben wir jetzt einen Wunsch. Die kann man hier am Tempel kaufen und da gibt es auch einen Stift. Und wir wünschen uns, dass viele Deutsche nach Asso kommen. Da schreibt man hier was drauf. Man kann auch noch den Namen schreiben, den Datum, den Tag, die Uhrzeit, ganz wie ihr wollt. Und dann haben wir das. Und dann hängen wir das hier irgendwo. Und jetzt kommen viele Deutsche nach Asano. Tschüss! Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und kommt bitte vorbei und fahrt mal nach Kumamoto zur Stadt Asoshi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!